Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video und passend zu der WRO-Saison, die ja gerade läuft, gucken wir uns heute mal Set 45544 an, nämlich Lego Mindstorms und zwar die Education-Variante. Wir haben also eine Kiste, eben nicht, sondern eine Plastikbox, wo das ganze Lego drin ist und es gibt einige Unterschiede, das gucken wir uns heute mal mit der Programmierung an. Wie gesagt, also das EV3 Core Set aus 2013 mit 541 Teilen, logischerweise keine Minifigur und 484,20 Euro kostet das. Die Home-Variante würde aktuell bei Lego 349,99 Euro kosten und es gibt ein paar Unterschiede. In der Home-Variante sind ungefähr 60 Teile mehr drin. Dafür ist bei uns, also in der Education-Variante, sind mehr Sensoren drin und da kommen wir gleich immer noch ein bisschen drauf, was man damit eigentlich alles machen kann. Mindstorms ist der Nachfolger von dem NXT, die es mal gab früher und man baut damit halt irgendwelche Roboter, die Sachen machen können. In dem Fall hier ein kleiner Standardroboter, sage ich mal, in dem alle Sensoren aus dem Kit einfach einmal verbaut sind. Man kann Motoren ansteuern, man kann aber auch Sensoren ansteuern und so kann man eben verschiedene Roboter bauen und es gibt natürlich auch ein paar Vorschläge davon. Und was ich besonders cool finde, ist der Ultraschallsensor, der leuchtet nämlich einfach gruselig rot, was dem Ganzen irgendwie ein bisschen was macht. The Brain von allem ist dieser EV3-Stein, da können wir 4 Aktoren, also Motoren und 4 Sensoren anschließen und ihn per Bluetooth oder USB verbinden. Wenn wir in die Software reingucken, dann haben wir erstmal diese Übersicht hier. Hier ist jetzt installiert die Education-Variante in der Lehrerversion und wir können uns erstmal ein bisschen einarbeiten, was ist eigentlich Mindstorms, welche Teile gibt es da, was baut man daraus alles, dann gibt es hier die Standardmodelle, hier gibt es die für den Erweiterungskasten, den wir uns dann in der kommenden Woche angucken werden und es gibt, wie gesagt, verschiedene Modelle, mit denen man eben verschiedene Sachen machen kann und die für den Unterricht aufbereitet sind. Wir wollen heute aber uns einfach mal erstmal das Standardmodell angucken, nämlich das Standardfahrgestell. Wenn wir das in der Software anklicken, haben wir auch gleich die Möglichkeit, uns die Anleitung anzugucken digital und können, wenn ich jetzt hier mal schnell durchspule, das ganze Ding einmal bauen. Und dann kommen wir zu der Programmieroberfläche. Und die Programmieroberfläche ist ein bisschen ähnlich, wie das aus den Vido-Videos war, die wir kennen. Hier unten sehen wir alles, was wir gerade angeschlossen haben. Hier oben sind zum Beispiel Motoren. Wir haben 2 große und einen kleinen Linearmotor, den wir ansteuern können aktuell. Wir haben hier unten eben den Ultraschallsensor, der Entfernung erkennt, wenn ich auf etwas zufahre. Das sieht man hier auch ganz schön, wie sich die Zeiten ändern. Der ist übrigens nicht dabei bei Home, da ist ein Infrarotsensor. Dann haben wir hier einen Lichtsensor. Den gibt es bei Home in der Form eines Farbsensors und der ermöglicht uns zum Beispiel, dass wir einer schwarzen Linie folgen können, indem er einfach die Farben nämlich anhand des der Reflexion erkennt. Dann gibt es noch Taster, davon gibt es 2 Stück, wenn wir da drauf drücken oder eben nicht drauf drücken, dann kann man halt Zustandsänderungen machen. Da kann man zum Beispiel Schalter mit bauen, wenn das Ding sich irgendwie bewegen soll oder man kann Startbutton damit bauen. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch den Gyrosensor und der ist einfach ein Sensor, der quasi seine Lage erkennt, so wie man das aus dem Handy auch kennt. Und das ist beim Manövrieren bei Robotern manchmal ganz klug. Hier unten haben wir wieder Standardblöcke, die wir eben auf diesen einen EV3 rüberziehen können. Wir haben einmal eben Motoren oder Lautsprecher oder Lampen, die auf dem Stein selber sind, die wir ansteuern können. Wir haben halt so Programmierteile, die wir brauchen. Das Startteil können wir uns schon mal nach oben ziehen. Dann haben wir ein bisschen Logikbausteine, die man eben unten auch braucht, um Sensoren einzubinden oder sowas. Wir haben ein paar spezifischere Sachen oder hier eben Programmierblöcke, wenn wir komplizierter machen wollen oder uns Blöcke vorbereiten. Wie gesagt, gibt es verschiedene Motoren, hier der kleine und das wäre der große Motor. Und da wir ja ein Fahrzeug haben, also dieses Gefährt, brauchen wir eben eine Steuerung. Und da gibt es Hebelsteuerung und Lenkradsteuerung und wir wollen jetzt mal mit der Lenkradsteuerung einfach kurz arbeiten und müssen eben hier oben rechts darauf achten, dass wir auch die richtigen Motoren eingestellt haben von den Buchstaben. Das sind die Anschlüsse, die sehen wir hier unten auch nochmal, an dem Stein. Und da wird eben kontrolliert, was wo angeschlossen ist, aber das erkennt das Teil von selber. Wir haben verschiedene Modi, wir können anstellen, dass er ein paar Sekunden laufen soll, dass er Umdrehungen laufen soll oder dass er eben eine bestimmte Anzahl an Grad laufen soll. Und wenn das Programm einmal läuft, dann drehen sich die Motoren und ich kann das hier unten rechts dann auch wieder abbrechen. Also das Programm, das heißt abbrechen, ich kann das Programm einfach anhalten, wenn es läuft. Durch das Hin- und Herziehen der einzelnen Blöcke kann ich eben programmieren. Und genau wie bei dem anderen kann ich sie, wenn ich sie unten wegziehe, dann brauche ich sie nicht. Was wir jetzt mal machen wollen, ist, wir wollen jetzt mal etwas bauen, wo der Roboter dann losfährt, nachdem wir einen kleinen Taster gedrückt haben. Und da stellen wir eben hier ein, dass er hier darauf achten soll, wenn der Taster, den wir gedrückt haben, den Zustand ändert. Also ich ihn drücke oder ich ihn wieder loslasse. Das sind ja beides Zustandänderungen. Und wenn ich also einmal drücke, hat sich der Zustand geändert. Das heißt, er wartet eben so lange, bis der Sensor ausgelöst hat.
dann haben wir eine Schleife und die Schleife läuft eben einfach immer und immer und immer und immer und immer wieder durch, so ein bisschen wie halt eine Dauerschleife aus dem Fernsehen, was man ja kennt. Und da ziehen wir eben die Blöcke rein, die wir haben wollen in unserer Schleife. In dem Fall eben also, yo, fahr mal geradeaus. Und das Ganze möchten wir jetzt aber gerne noch so machen, dass er eben nicht die ganze Zeit geradeaus fährt, sondern bis er ein Teil erkennt. Und dann soll er bitte wieder anhalten. Und deswegen stellen wir hier einfach ein, dass er quasi über den Ultraschallsensor, den wir haben, erkennt, dass ungefähr am 30% was sieht und dann darüber eben anfängt anzuhalten. Das ganze Programm können wir einmal starten und jetzt sehen wir hier oben auch, dass sich da oben wieder etwas bewegt. Das ist immer der aktuelle Programmpart, wo er gerade ist. Wenn ich jetzt den Knopf drücke, springt es weiter, dann läuft die Schleife eben durch, bis der Näherungssensor, was wir unten rechts wieder erkennen können, was erkennt und dann hält das ganze Ding an. Das gucken wir uns jetzt noch einmal genau an. Wir starten das also. Der Roboter fährt los, wenn wir auf den Knopf drücken, und hält dann an, wenn er auf dem Dings hängt. Da ist halt noch ein bisschen was an den Sensoren, sonst hätte er das natürlich nicht umgenietet. Das ist ja klar. Wir haben in der Software aber noch viel mehr Möglichkeiten, als dass wir selber was programmieren oder so basteln. Und das ist gerade für den Unterricht ganz spannend. Wir können nämlich zum Beispiel den Gyro-Boy bauen. Das ist ein Roboter, der sich selber quasi in der Waagerechten hält. Oder im Senkrechten hält vielmehr, indem er einfach nur auf zwei Rädern ist. Da sehen wir am Anfang ein kleines Video, das kennen wir von Video 2 ja auch schon, haben dann die 119 Seiten starke Anleitung. Und der Vorteil ist aber hier, dass wir am Ende auch schon mal ein Programmschnipsel kriegen. Das heißt, wenn ich überhaupt keine Ahnung vom Programmieren habe, kann ich damit trotzdem eigentlich alles machen, weil das Programm ist fertig. Und wenn ich die Anleitung befolgt habe und die Motoren und Sensoren richtig angeschlossen habe, sollte das auch eigentlich ganz gut funktionieren. Und was man hier schon sieht, es sind eigentlich nur Schleifen verbaut. Man muss sich vielleicht ein bisschen reindenken, wenn das Programm, also wenn man keine Ahnung hat vom Programmieren, wird es schwierig. Wir sehen aber hier oben auch einen Fehler, und zwar weil die Motoren anders angeschlossen sind, als wir sie für dieses Modell bräuchten. Das meine ich mit, man muss halt ein bisschen aufpassen. Was man mit den Robotern aber eigentlich wirklich machen kann, kann man vor allem bei der WHO super schön sehen oder bei der Fürst Lego League zum Beispiel. Hier bei der WHO letztes Jahr in Passau, wo wir gedreht haben, da sieht man eigentlich, was das ja die Business Class des ganzen Dings ist, was man da überhaupt machen kann. Die Roboterkästen sind total genial. Für den Hausgebrauch muss man sich echt überlegen, ob man die braucht, gerade weil sie halt echt teuer sind. Ich würde dem Ganzen aber trotzdem 5 von 5 Steinen geben, denn auch wenn es sehr, sehr teuer ist, es ist eigentlich ein total schönes Spielzeug. Man kann damit ganz viel rumexperimentieren und ganz viele spannende Sachen machen und das macht echt Spaß.